Aber soweit ich weiß, haben wir jetzt endgültig Ruhe da drin. Und ich muss mir keine Sorgen drum machen, dass wieder neue Viecher auftauchen. Okay, F5 speichern. Ist zum Glück, hat zum Glück geklappt. So, was hatte ich gesagt? Da müsste irgendwo ein Knopf sein. Ja. Der macht da hinten was auf. Genau, die Golddrachenfigur. Ich weiß jetzt noch nicht, was der Golddrache überhaupt anstellt. Aber er ist einer von den 7 Schätzen, die es halt im Hauptspiel gab. Und er scheint irgendwas mit Erfahrungspunkten zu haben. So, und jetzt schnell raus hier. Treasure Chest ist... Oh. Transmutation. Aber ja, das ist nur eine Wurfaxt. Die können wir schlecht einzeln umwandeln. Gut, wir sind draußen. Das heißt, wir suchen uns jetzt den Weg zum blauen Kristall zurück. Falscher Weg? Nein, richtiger Weg, da geht's rum. Jo. Wie sieht es eigentlich jetzt mit Erfahrungspunkten so aus? Bei dir recht gut. Du hinkst etwas hinterher, du auch. Und du halt auch. Du hast halt einen Haufen Erfahrungspunkte jetzt durch die 3 Schleime gekriegt. Weil du den hauptsächlichen Schaden bei denen gemacht hast. So. Dum-di-dum-di-dum. Blauer Kristall ist da hinten. Ja, ich hätte übrigens nachgucken können, wie hier man den Weg zum Fire Ogre Dance aufkriegt. Aber ich hatte irgendwie keine richtige Lust drauf. So, liegt hier noch was um? Assassin's Dagger und ein Assassin's Dagger. Braucht Assassination 22. Wäre halt ein bisschen besser als der da. Assassination sind wir leider nicht so hoch. Necrochemie. Was kann ich denn mit Necrochemie da draus machen? Necrochemie ist dieser Zauber. Dwellings Ever Returning Nightmare. Nett. Haben wir sonst noch was Nettes hier? Transmutation, das kann transportiert werden. Oh. Dirt Updates Transmutation. Ah. Wow. Ich habe gerade eben ein Giftding zu Gift transportiert. Jo.
Die Bücher können nicht transportiert werden. Necrochemie. Hm. Mal sehen, was passiert, wenn ich das transportiere mit Necrochemie. Ach, wahrscheinlich nur einzeln, hä? Ja. Okay. Ich sack das Zeug mal mit ein und bring's dann hoch zu meinem Knochenzeug. Ja, Throwing Hammers könnte ich theoretisch auch. Ach so, ja, das war das eine Secret. Necrohammer könnte. Das waren hier die beiden Türen, die ich dadurch zugemacht habe. Stuff Defense oder Transmutation? Jo. Ja, das Journal wollte ich behalten. Casting Blind Gate while standing inside a Wisp Portal within the castle of the secret chamber within Adderlands. Ja, Fallen Relics. Ich habe noch keine von den Fallen Relics, glaube ich. Da müsste ich wahrscheinlich erstmal in diese Tomes of the Fallen reinkommen. So. Ja, ich wollte zum blauen Kristall, der ist hier. Weil jetzt geht es. Dumm, dumm. Nein. Ja. Genau. Einmal hier rein, bitte. 60 Sekunden. Residents, do not forget to renew your time scout at the designated areas. Time exploration will result in a magical relocation. Plan carefully. So, Beholder Eye, Mindstone, das ist ein Throwing Weapon. Mold Jerky, kannst du mal essen? Und ja, ich nehme die Zeit zum Sortieren. Beholder Eye. Ja, hier wären Altar of Light. Oder ist das eine Conduit? Ah. Auch gut. Extinguish Wisp Shift. Serpentine Bow. Zwei Pfeile. Also nichts anderes Besonderes. Ja. Blink Gate has collapsed. Genau. Welcome to the Adderlands Palace. Guide of Master Aeromancers, a magician in Logistics and Communication Divisions. Ja, ich weiß halt nicht. Wo ist mein Dark Vortex? Ja. Na, was? Ich habe das gerade nicht lesen können. Castle the Adderlands Altar of Light creates an intermission portal to the Shadowlight Divide. Aha. The Field of Dreams. Shadowlight Divide.
Aha. Casting Blinkblade while standing inside a Wisp Shift Portal. Das müsste ich auch irgendwann mal ausprobieren. So, die Steine nehmen wir aber erstmal wieder mit. Und ja. Zum Beispiel in so einem Wisp Shift Portal. The party is already in the Elderlands. Okay. Kann ich das jederzeit erneuern, indem ich mich hier hinstelle? Nö, das ist also wirklich mehr oder weniger ein Spießrutenlauf. Eine Schriftrolle. Was steht denn hier drin? An alle Besucher. Bitte seht davon ab, die Feuerschalen hier zu löschen. Sie sind für eure eigene Sicherheit angezündet. Weiterhin ist zu beachten, dass der östliche und westliche Flügel des Palastes wegen Renovierungen geschlossen ist. Die Palastflügel wurden versiegelt, um Nichtmitglieder zu verwirren. Also mit Illusionswänden. Wir bitten darum, sich an die oben genannten Angaben zu halten. Und euren Aufenthalt hier zu genießen. Denkt daran, nicht herumzulungern. Eure Zeit wird schneller ablaufen, als ihr denkt. Abraham Ettersworn, Attendant. Mhm. Also ja, ich gehe erstmal aus dem Shadowlight hier weit wieder raus und zu dem Kristall. Das wollte ich nämlich nicht einfach mich hier reinporten lassen. Ich kann ja nämlich jederzeit hier wieder raus. Lande dann hier und wenn ich in D reinhüpfe, bin ich bei einem Heilkristall. Sehr schön. So, das heißt... hier rein. Da wird's erneuert. Ach, ich kann auch auf eine einfache Art und Weise löschen. Nein, das war nicht richtig. Okay. Ja gut, ich kann es jederzeit jetzt zurückpfeffern. Ich komme wieder bei dem einen Kristall raus. Und da kann ich die noch heller machen. Okay, das war Timeout. Und dann muss ich einfach in jede Feuerschale... Nö. Was reinlegen? Nee. Oder muss ich sie wirklich mit Magie extinguishen? Weil den Extinguish-Spruch, den habe ich ja da gekriegt gehabt. Also den hier. Ich weiß halt nicht, ob der anders zählt als die anderen Sprüche.
Komm. Nö. Da doch.